Servus Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong. Ja, jetzt der nächste Tag. Was heißt Tag? Es ist schon wieder 3.35 Uhr morgens. Heute der 1. September. Und heute hat unsere Mutter Geburtstag und wir haben schon... Okay. Ich rutsche wie blöd. Wir haben schon... Ich mach's so. Wir haben schon ein geiles Geburtstagsgeschenk vorbereitet. Nämlich ganz klassisch. So ein Blumenstrauß. Und gerade eben komme ich von einer Tippen-6-Aufnahme. Ja. Schnell! Pff, ganz knapp. Beziehungsweise ich wollte aufnehmen, habe ich auch, habe ein Gameplay versucht, mit Yoshimitsu, aber ja, ich kam bis zu Azazel, aber der hat mich platt gemacht. Ich habe nicht mal eine Runde gewonnen gegen ihn. Und ich wurde von zwei Walrossen, ja, Walross-Sandwich, ja, er hat mich so platt gemacht wie noch nie zuvor. Aber ich muss sagen, das war erst mein zweiter Anlauf mit Yoshimitsu, also... Nicht schlimm, nicht schlimm. Holy! Das ist aber schlimm. Naja, und... Das Problem ist, Azazel ist... ja, wie soll ich sagen? Blöd programmiert ein bisschen, zumindest auf der... Xbox 360 auf der PSP ist ein bisschen besser programmiert. Weil er blockt Angriffe oft ab, auch wenn man ihn selber. Also auch. Okay, es geht. Schnell! Ist. Er blockt Angriffe ab, auch wenn er selber gerade am Angreifen ist. Das ist ein bisschen. Sehr blöd. Denn wenn er gerade ausholt zu einem Schlag und man greift ihn an, dann wäre es genauso, als ob er gerade abblocken würde. Das kann aber zum Glück nur... Also es ist einmal automatisch. Außer ich habe wirklich so ein perfektes Timing, dass ich ihn treffe. Und das Blöde ist, man kann ihn auch nicht mit jeder Kombi wirklich richtig gut treffen. Denn bei manchen Kombis denkt er sich so, haha, nö, ich weiß ganz genau, der Spieler macht die Kombi da... Mache ich ihn schon voraus einen Strich durch die Rechnung. Deswegen ist der auf der Xbox auch so schwer. Selbst im normalen Modus. Der bei der PSP ist nicht so schwer. Den kann man besser austricksen. Schnell, 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 schnell. Huch! Huch, huch! Das Blöde ist, ich hatte... Ja, das ist auch blöd. Ich hatte heute... Also... Ich wollte heute eigentlich früher aufnehmen. Und dachte mir so, ja, jetzt nehme ich Donkey Kong auf, weil ich habe gerade so gute Themen, über die ich reden kann. So interessante Themen vor allem, so wie in den letzten paar Parts auch. Zumindest finde ich die Themen interessant, zumindest für ein Let's Play. Kann ich euch killen? Glaub nicht. Oh. Kannst so machen, gut. Ja, ich hatte in letzter Zeit so viel, also hier in den Donkey Kong Parts, weil ich so viele gute Themen, über die ich reden kann oder geredet habe. Und leider bin ich dann eingepennt. Blöderweise auch, wo ich eine Jogginghose anhatte und mich auch halb zugedeckt hatte. Und im Sommer, glaubt's mir, ich habe geschwitzt wie eine Sau, als ich wieder aufgewacht bin. Und dann habe ich natürlich auch das Thema vergessen, worüber ich reden wollte. Schön, nicht wahr? Ey. Egal. Also das hier, die 1 ist egal. Das Thema, über das ich reden wollte, das ich vergessen habe, das so gut war. Traurig. Ja, okay, ich glaube, ich weiß, was Sache ist und das gefällt mir nicht. Mehr. Oh.
Dann könnte ich hier jetzt die ganze Zeit reden, während ich hier stehe und warte, aber wenn ich nicht noch irgendwelche anderen Themen, über die ich, wow, reden kann. Nein! Weil er nicht gejumpt ist, der Jumpman-Typ hier. Ja, ich habe die Taste immer noch nicht auf eine andere. Sprungtaste immer noch nicht auf eine andere Taste umgelegt. Aber ist schon der nächste Tag oder Nacht oder was weiß ich. Komm. Irgendwie. Uff. Nein! Oh, das war. Nein! Ganz knapp gesehen. Hallo. Irgendwie seit den letzten paar Tagen. Ja, weil meine Mutter beim Arzt war und meint so, ja. Was kann ich tun, damit ich mich nicht auch anstecke mit der Magen-Darm-Grippe? Nein! Das kann dauern. Ja, der Arzt meint, desinfizieren, desinfizieren, desinfizieren. Deswegen habe ich irgendwie. Hallo, komm her, Eiszapfen. Deswegen desinfiziere ich mir irgendwie. Oh Gott. Mehrmals am Tag die Hände. Egal, mir ist alles recht, solange ich nicht an einer Magen-Darm-Grippe erleide. Leide, wie auch immer. Es ist übel. Vor allem ist es ekelhaft. Nein, nicht verschwinden. Oh, gut. No. Kletter! Doch hoch! Ach so, im Flug. Ich bin doch doof. Doof, ich bin doof. Tuff, tuff, ich bin die Eisenbahn, hey. Ich habe da oben schon die Sachen gesehen, von wegen Hut und so weiter. Das werde ich mir nicht holen. Er springt nicht, der olle schwere Nöter. Ich habe jetzt keine Lust, beleidigend zu werden, deswegen nenne ich einfach irgendwelche Wörter, die gar keine Beleidigungen sind. Und nutze sie als Beleidigungen. Das Schöne an der ganzen Sache, wenn man jemanden beleidigt mit etwas, das gar keine Beleidigung ist. Hallo. Zum Beispiel du Mario, du Mensch, du. Du Pizzabäcker, du, weiß ich nicht. Bei ist schwere Nöte überhaupt eine Beleidigung eine richtige? Ich glaube nicht. Ist Casanova eine Beleidigung? Ich glaube, Casanova ist eine Beleidigung. Aber Casanova ist eigentlich nur so ein Frauenschwarm, also es ist eigentlich ein. Oh gut. Also es ist eigentlich ein Kompliment. Aber ich glaube, Casanova ist vielmehr eine Beleidigung. Naja, egal. Achso, ein anderes Thema, das ich noch ansprechen wollte. Ich habe heute nämlich das Thumbnail für Donkey Kong gemacht, also hier für das Spiel. Okay, ich darf wieder bauen, wie ich sehe. Und, das setze ich da mal irgendwo anders hin, damit die Leiter bleibt. Ja. Na gut. Ja, ich habe heute das Thumbnail für Donkey Kong gemacht und wahrscheinlich habt ihr da schon was Seltsames drauf gesehen. Hust, hust. Moment, wo ist die Tür? Jetzt muss man hier hin. Ja, ist doch mir jetzt egal. Ich habe keine Ahnung, wo die Tür ist. Natürlich komme ich da nicht hoch. Ach, wisst ihr was? Könnt ihr mich mal killen? Weg da. Du da, brenn mich nieder. Jetzt sperre ich mal meine Augen auf, damit ich weiß, wo die Tür ist. Da links. Okay. Das zweite von links. Ja, ich habe heute das Thumbnail für Donkey Kong gemacht und ihr habt da bestimmt was Lustiges drauf entdeckt. Nämlich einen Gorilla. Einen Gorillas. Ja, Tarzan, ich weiß. So, das setze ich jetzt dahin, um meinen Sturz abzufangen. Dann eben dahin. Und der Gorilla, den ich da drauf geklatscht habe, das war eigentlich. Oh, ich muss mich beeilen.
Es war eigentlich nur so ein Gorilla-Clip-Art und den musste ich, lass mich überlegen, Daumenmaß. Genau da. Dann setze ich das dahin. Ich muss ein bisschen nachdenken, also. So, das setze ich irgendwo hin, damit ich einfach in aller Ruhe raufklettern kann. Schnell! Shit! Oh, gut. Ja, wegen dem Gorilla. Der war eigentlich erst nur ein Clipart-Gorilla-Ding, total weißer. Dann habe ich den Hintergrund entfernt, beziehungsweise da es nicht anders ging, musste ich den Gorilla auch transparent machen. Hab dann mir ein Bild auf Google gesucht, also ich habe einfach angegeben Gorilla-Fell oder Gorilla-Fell. Was heißt Fell jetzt nochmal auf Englisch? Ich habe es heute gerade erst nachgeguckt, egal, auf jeden Fall Gorilla-Fell. Hab dann diesen transparenten Gorilla mit dem Gorilla-Fell gefüllt. Und da es nicht anders ging, musste ich... musste ich Zunge und Zähne so zeichnen. Beziehungsweise die oberen Zähne, die waren fertig, aber die unteren Zähne waren dann auch transparent und die Zunge. Und das wollte ich nicht, weil das würde dämlich aussehen, wenn auf Zunge und Unterkiefer Fell wachsen würde. Leck mich doch, du Affe! Wow, das war knapp. Nein, warum rollt er sich nach links? Na jedenfalls, gefällt mir das Thumbnail, ich find's lustig. Da. Kann ich da... nein, ich will kein... Hör auf. Das war zwar... Hallo, geh weg. Das war zwar nicht das Thema, worüber ich eigentlich sprechen wollte, aber egal. Auch ein interessantes Thema. Und dafür kriegt man wieder auf die Schnauze. Mittlerweile habe ich mir wieder ein paar mehr Folgen von Kobato angesehen. Jetzt bin ich bei, ich glaube, Folge 5 oder 6. Und dieser Hund, dieser Iori, wird er, glaube ich, genannt. Also dieses Plüschtier, das ist so geil. Jedes Mal Feuer und Kobato erstmal verbrutzeln. Ich finde es ziemlich lustig. Aber auch wie sie sich anstellt. Sie stellt sich mehr... Das ist eine Mischung zwischen dämlich und lustig. Das gefällt mir sehr. Aber naja. Ja, mach. Mach inne! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit oder ganze Nacht viel mehr. Mittlerweile habe ich hier mir auch Cola genehmigt. Lecker Cola, oh, das Lamm. Und heute werde ich kein Schinkenbrot verspeisen. Die habe ich nämlich schon gegessen, haha. Vor, weiß ich nicht, 2 Stunden oder so. Ja, ich esse immer zu so komischen Zeiten. Ja, ins Loch auch noch rein. Ich esse immer zu so komischen Zeiten. Oder nicht immer, aber mal sehr oft. Okay, da unten ist der Schlüssel. Muss jetzt mal gucken. Okay, hiermit kann ich hochklettern. Die Frage ist, mir bringt mir das was? Ja, da ist so ein Knubbel. Mal hier hin. Weg. So. So, jetzt gehe ich mir den Schlüssel holen. Haut ab! Gehe ich jetzt den Schlüssel da hoch? Wow. Sollte vielleicht nicht so knapp springen. Ah, so geht's auch. Gut, Schlüssel.
Ja, Moment. Es geht doch gar nicht. Dass ich da unten bin, ist der Schlüssel weg. Du Mistvieh! Nein! Würde das gehen? Nee. Das heißt, ich müsste es noch eins weiter runter. Ich will erst mal schauen, ob das überhaupt möglich ist. Super. Das wollte ich gar nicht. Ist das Uptime wegen den Viechern da? So. Nein! Nein! Ich glaube, ich hab's geschafft. Fuck. Muss ich aber schnell sein. Aus. Ja, super. Da lang. Ich steh auf! Nein! Ich habe kurz überlegt, ob ich wüten soll, aber ich konnte es unterbinden. Noch. Bin eben immer noch sauer, weil das mit Assassin, weil Assassin mich gekillt hat. Auch noch zu überlegen, das ist noch schlimmer. Das da hingesetzt, das war total dumm. Wenn ich es ein bisschen weiter runtersetze. Hau ab! Kann ich euch nicht killen? Oh, jetzt muss ich. Oh, ich kann euch killen. Gut, jetzt habe ich quasi unendlich Versuche. Ich sehe gerade schon wieder 18 Minuten. Shit. Das heißt, ich muss es jetzt innerhalb von. Also, das Level werde ich jetzt noch in die Aufnahme machen, danach ist Schluss. Weg! Steh auf! Ach du. Nur ein Bock. Leck mich doch. Das mit den 10 Videos wird nichts mehr, das weiß ich auf jeden Fall, weil ich habe mir vorhin angeguckt, wie viele Parts das hier sind. Und das hier müsste, glaube ich, der 7. oder 8. sein. So, der versucht definitiv noch in der Aufnahme, unabhängig davon, ob ich es schaffe oder nicht. Ich muss diese Nervenviecher da killen. Du Sau! Ich bin nie schon so leise. Leck mich! gut, dann werde ich den Part hier beenden. Weil ich bin noch fast 20 Minuten. Das war Donkey Kong. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!